Razzia der Bundespolizei in Hamburg. Die bundesweite Aktion richtete sich gegen einen mutmaßlichen Schleuserring. In Verbindung stehen soll die Reichsbürgerszene. Insgesamt ist die Zahl der Straftaten in Deutschland aber auf dem niedrigsten Stand seit 25 Jahren. Der Kriminalstatistik für 2017 zufolge sank die Zahl der Delikte im Vergleich zum Vorjahr um 9,6%. Insgesamt wurden 5,76 Millionen Straftaten registriert. Vor allem in Kriminalitätsbereichen, die die Bevölkerung besonders verunsicherten, seien die Fallzahlen signifikant gesunken, sagt der Bundesinnenminister Horst Seehofer. Deutschland ist sicherer geworden. Gleichwohl gibt es zur Entwarnung keinen Anlass. Es bleibt viel zu tun für alle Beteiligten von Bund und Ländern. Absolute Sicherheit, das möchte ich auch heute noch mal betonen, kann Ihnen niemand versprechen. Erstmals seit 6 Jahren rückläufig war auch die politisch motivierte Gewalt. Einen deutlichen Anstieg gab es dagegen bei religiös motivierten Gewaltdelikten.